Kontakt des Hexers Rehelen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Bevor wir uns jetzt aufmachen, um unseren Hinweisen nachzugehen, möchte ich mir erstmal Ciris Zimmer anschauen. Vielleicht hat sie da ja etwas hinterlassen, was diese ganzen, naja, Nachforschungen überflüssig machen. Könnte ja sein. Und laut der Karte ist das ihr Zimmer gewesen. Ciri war also hier. Dann schauen wir uns mal um. Ein Buch. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Eine gute Frage, Geralt. Aber mich würde auch interessieren, was da drinnen steht. Gut, die natürliche Unklarheit von Flüchen. An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf La Gövre, Kulturminister des Königreichs Timerien. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch betroffen wurde oder Zeit mit dem verfluchten Objekt verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Ein absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz Leon. Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Ah ja. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Interessant. Das Buch hat sie also vom Baron bekommen. Das ist ihre alte Kleidung? Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Das heißt, sie hat ihre alte, dreckige Kleidung hier gelassen und hat irgendwas Neues angezogen. Gut, was haben wir hier? Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Okay, das heißt, die Kleine war hier bei Ciri im Zimmer. Er wundert mich jetzt nicht. Aber schauen wir mal, was die Kleine uns über Ciri und ihr Verschwinden sagen kann. Tötest du die Monster? Alle? Ja. Tun wir, Kleines. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Sehr schön. Dann weiß ich gerne zumindest schon mal, weswegen wir hier sind. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welchem Freund? Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Ihr Freund? Sie hat einen Freund? Interessant. Da werden wir mit dem mal ein erstes Wörtchen reden müssen, wenn wir ihn gefunden haben. So. Das haben wir sie, glaube ich, schon gefragt, wo Ciri ist. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk.
Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Okay. Also sie ist plötzlich abgehauen, um ihrem Freund zu helfen. Und der Baron weiß, wo sie hin ist. Toll. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Gut, jetzt haben wir aus der kleinen also alles rausgeholt. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Wir haben jetzt alles herausgeholt aus der kleinen, was es rauszuholen Schwalbe. Dornengestrüpp. Okay. Von der Kleinen erfahren wir jetzt wohl nichts mehr. Und jetzt die Frage, was werde ich als nächstes tun? Mich um die Hexe kümmern? Oder weiter den Angelegenheiten des Barons folgen? Ich glaube, ich werde weiter den Sachen des Barons folgen. Auch wenn das noch ein bisschen über meiner Stufe ist. So, jetzt müssen wir also zu diesem Typ, von dem uns der Baron erzählt hat. Mal auf der Karte schauen, wo das ungefähr ist. Ah, das ist da oben. Familienangelegenheiten. Gut, dann werde ich da mal schnell hinreißen. Das Stück muss ich jetzt runterlaufen. Kann ich da runterspringen? Nein, kann ich nicht. Ich muss also wirklich den ganzen Weg runterhatschen. Na gut. So, die Zauberin, mit der sie sich treffen will, jetzt ist die Frage, ob diese Zauberin Triss oder Yennefer ist. Ich weiß jetzt leider nicht, mit welcher der beiden sie Kontakt hatte. Nein, Moment. Kurz überlegen. Ciri kennt Geralt aus einer Zeit vor seinem Erinnerungsverlust. Genauso wie Yennefer. Und Triss hat er, glaube ich, erst danach richtig kennengelernt. Was bedeuten würde, die Magierin, die... Ach, es blendet so sehr. Wow. Einfach nur wow gerade. Die Magierin, die also die von der Ciri gesprochen hat, dürfte also Yennefer sein, weil Triss kennt sie vielleicht noch gar nicht. So zumindest mal meine Vermutung. Plötzlich kommt aus dem Wasser. Was ist denn jetzt los? Gut, aber das heißt, Ciri sucht Geralt und Yennefer, während die beiden sie aufsuchen. Und sie finden sich anscheinend noch nicht. Oder nichts. Das ist ja mal was. Aber gut. Geralt hängt jetzt an ihrer Spur. Und sobald wir die Leute des, oder die Familie des Barons gefunden haben, sollte der uns auch verraten, wo Ciri hin ist, und wir können ihr nach. So, und ich bin jetzt auch laut der Karte gleich bei dem Typen, aber gerade in eine Truppe der Saturne reingeraten. Was, unter Wasser? Ich bin nicht unter Wasser. Wie komme ich jetzt auf unter Wasser? Du bist so gut wie tot. Oh, Stufe 7 im Gegner. Könnte interessant werden. So, der Bogenschütze ist zumindest schon mal erledigt, was schon mal eine Gefahr weniger ist. Das ist aber nicht nett. Geralt drüber da. So. Das Zeichen wieder rein und nächste Runde. Aha, also für Schaden macht die Armbrust noch nicht. Die Frage ist, ob sie überhaupt dafür ausgelegt ist, Gegner wirklich so zu erledigen. Oh, das war jetzt ein kleiner Finisher, aber noch einer der harmlosen. Geralt erledigt seine Feinde normalerweise etwas extremer.
Gut, und das war's mit den Deserteuren. Aha, ein neues Schwert, ein Schema für ein neues Gambeson. Was finden wir hier drinnen Schönes? Eine Kerze zum Anzünden. Ein Schrank, in dem vielleicht Alkohol ist? Nein, nur Vorräte. Also die Banditen haben das Ganze noch relativ schlampig durchsucht. Oder sie sind gerade erst gekommen und wir haben sie in dem Moment gestört. Auch möglich. So, dann nehmen wir alles mit, was die Banditen bei sich hatten. Wir brauchen es ja nicht mehr. Und machen uns weiter auf zum Weidelass. So, der ist jetzt auch schon in der Nähe. Zumindest ist es nicht mehr weit. Auf ca. 150 Schritt. Da biegen wir ab. Den Hügel rauf, okay. Und da sind wir auch schon. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Und da geht es schon anscheinend schon rund. Weil die Typen was von ihm wollen, wie es ausschaut. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Aha, ich hätte das Zeichen weiter ausbauen müssen, um mehr Optionen freizuschalten. Schade. Fragen wir mal nach, was sie von ihm wollen. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet. Und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ah, das hört sich ja furchtbar an. Gut, täuschen können wir sie nicht. Ah, ich werde es definitiv ausbauen. Das wird praktisch in der Zukunft. Versuchen wir mal, sie zu beschwichtigen oder... Ach was. Na, beschwichtigen wir sie mal. Versuchen anzubieten, diesen Edrik zu heilen. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Baum. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malben. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Okay, das ging auch ohne das verbesserte Zeichen, ohne einen Kampf. Sehr schön. Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt, was das für ein Typ ist, wenn er anscheinend nicht wirklich weiß, wovon er redet oder es bewusst falsch gesagt hat. Mal schauen. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Oje, oje, was ist denn das für ein selbstverliebter Typ? Gut, du erwartest mich also, behauptest du. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie's mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Gut, dann weiß er zwar auch schon, warum ich hier bin, aber sagen wir es trotzdem, damit das Ganze endlich weitergeht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Vor wem sollte sie schützen?
Na gut, jetzt fragen wir erstmal, ob er es gemacht hat, damit wir das klargestellt haben. Du hast das Amulett zumindest so. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Gut, da es jetzt klar ist, dass er es gemacht hat, die Frage, wovor hat sie das schützen sollen? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Okay. Ziemlich mystisch, was der da vor sich her schwafelt. Lassen wir ihn mal weiter schwafeln. Mir geht es jetzt nur um eines. Wo ist sie? Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Das wäre zu freundlich. Geister. Fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weißer. Ah ja, stimmt, die Ziege, mit der es treibt. Ohne die Ziege. Angeblich. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Wir werden jetzt sicherlich nicht deine Ziege suchen gehen. Schmink dir das gleich wieder ab. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Du gehst mir echt auf die Nerven, Alter. Du ziehst mir den Nerv, Alter. Ich gehe nirgendwo hin. Keine Prinzessin, keine Beschwörung, keine Weissagung. Das glaube ich jetzt nicht. So, entweder gehen wir eine Ziege suchen oder eine Hexe. Ich glaube, wisst ihr was? Die Ziege lassen wir sein, lassen wir Ziege sein und suchen dafür die Hexe. Das hört sich für mich schon weitaus sinnvoller oder zielführender an. Schneller! Dazu, natürlich Blitze, dazu springen Komm wir da jetzt runter, anstatt dem Straßenverlauf zu folgen. Oh, Blitze ist gerade abgesoffen. Ups. Ob wenn ich darüber gehe, die von mir Wegzoll fordern? Mal schauen. Stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Ach, das sind die Wachen des Barons, das heißt, die werden mir nichts tun. Nicht, wenn sie nicht wollen, dass der Baron ihnen danach die Haut abzieht. So, dann schauen wir mal, was wir finden. Der Tochter des Barons findet. Der soll belohnt werden. Will der Baron nicht eine neue Tochter? Ich könnte ein paar entbehren. Ich habe einen Sohn übrig. Söhne sind besser, stärker. Ja, interessant. Und ui, wir haben eine neue Markierung gefunden. Eine Krankheit sucht mich heim. Sehr schön. Das heißt, wir können mit der Schnellreise, oder kann ich schon mal vorspringen? Ach, denkst du, ich muss den Weg runterreiten. Egal. Zu Beginn der nächsten Episode treffen wir uns einfach hier, reisen zu dem Dörfchen, wo die Hexe angeblich sein soll, oder die Informationen über sie angeblich zu finden sind. Und werden uns dann auf die Suche nach ihr machen. Und somit wäre die heutige Episode auch leider schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich für das Dabeisein. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dass ihr auch dementsprechend beim nächsten Mal dabei sein werdet. Falls es euch gefallen hat, denkt bitte dran, mir entsprechendes Feedback zu geben. Ist für mich auch sehr motivierend, ein bisschen mitzubekommen, wie es euch gefallen hat oder dass es euch gefallen hat. Oder einfach überhaupt, dass jetzt jemand
bis zur Endcard geschafft hat, um diese kleine Nachricht zu hören. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr werdet wieder dabei sein und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute.